Hi, willkommen zu einer weiteren Folge von Graveyard Keeper. Ja, wir haben jetzt beim letzten Mal schön erfahren, dass wir einen Dungeon im Keller haben. Und ich weiß noch nicht so recht, wie wir damit umgehen. Also, wir brauchen auf jeden Fall jetzt eine Rüstung. Ich habe ja die schon freigeschaltet. Ich muss nur gucken, wo ich die habe. Zu Ofen 2 verbessern. Ach ja, stimmt, ich muss gar keinen neuen bauen. Ich kann ja auch verbessern. Ja, Schwanzlederhaut können wir schon machen. Gucke ich auch, dass wir das dann demnächst machen. Ofen 2 brauchen wir ja eh. Also hier kriegen wir schon mal ein Schwert. Das sollten wir auf jeden Fall anpeilen. Wobei, Hanfseile haben wir nicht. Wo war denn die Rüst? Ah, hier. Und dafür brauchen wir viermal Haut. Alles klar. Wir müssen morgen auf jeden Fall zum Astrologen. Wir haben ja jetzt endlich das Wächter-Tagebuch und können damit weitermachen. Oh, eigentlich die Blume wollte ich nicht, ich wollte einen Pilz. Wir müssen ja die Flüchtlinge auch noch weiter versorgen. Ich finde es einfach so gut, wie wir so viele der anderen Punkte haben und nur so wenig der Alchemie-Punkte. Hier sollte ich nichts Besonderes haben in den Kisten, genau. Ich meine, beim Kirchenkeller habe ich hier diese ganze Haut und sowas. Deswegen der Schweinslederhaut. Wir wollen auch noch Samen holen. Ach ja, da war ja was. Stift und Tinte, damit können wir Notizen machen. Ja, das bringt uns gerade nicht so viel. Ah, Stift und Tinte war so teuer, ne? Und das Kochbuch, das brauchten wir für die Eselquest, ne? An Kirchenarbeitstisch. Ich schau nochmal, ob wir Stift und Tinte. Wie komme ich denn an Federn? Okay, wir haben nur zweimal Haut. Heißt. Ach, wait, ich kann das ja auch hier raus machen. Never mind. Dann. Aber Tinte ist aber auch. Können wir auch noch nicht machen, ne? Dann machen wir aus den Fledermausflügeln etwas Schweinslederhaut. Wir haben gerade aktuell keinen Glauben hier, oder? Nee. Boah, ich muss mal hier die ganzen Geschichten auch loswerden. Oh, mein Inventar. So voll. Ah. Ach, wir hätten sogar Schweinslederhaut noch hier gehabt. Upsi. Passiert. So, die Keramikschüssel. Ach, ich muss an die Kiste. So, weg mit den Geschichten. Schüsseln können weg. Ja, die Samen bringen mir jetzt auch noch nicht so viel. Schmetterling packe ich auch hier rein. Mit dem Schleim können wir jetzt ja wieder Wackelpudding machen. Und der hält eigentlich die Flüchtlinge auch recht lange satt, muss man sagen. So, ich benutze mal hier schon mal. Nein, ich wollte Dünger nehmen, genau. Können wir ja hier schon mal alles düngen für den Fall, dass wir beim nächsten Mal endlich wieder Samen haben. Bisschen schade, dass es nicht hier für die ganzen Felder reicht, aber naja, egal. Ja, die Kiste ist einfach absolut voll. Guck mal, wie ich die ein bisschen leerer krieg. Hier ist keine Kiste, ne? Aber ich kann hier bestimmt eine hinbauen. Ja, kann ich. Das sollte ich dann wohl demnächst auch anstreben. Aber eigentlich sollte ich jetzt Essen für die Flüchtlinge machen.
müssen auch mal irgendwann wieder hier unsere Holzvorräte aufstocken. Hier gibt es immer was zu tun. Bratapfel könnten wir auch machen. Ach stimmt, wir wollten uns auch noch das Angeln anschauen, ne? Aber wir haben gar nicht mehr so viel Brennstoff. Die Beeren, ach wobei, nee, die können drin bleiben. Machen wir eben so. Ach, den Schleim kann ich da auch direkt reinpacken. Und die Blume. So, etwas Beerensaft. Weil der rote Wackelpudding ist schon der bessere. Ja, dafür reicht unser Schleim nicht. Dann rennen wir jetzt ganz, ganz schnell zu den Flüchtlingen. Ja, ja. Das muss der Ort sein, von dem Gunther gesprochen hat. Ich sollte diesen Zombie suchen. Oh wait, der ist sogar hier drunter? Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Zombie-Holzabbau herstellen. Mit dem Bau des Sägewerks beginnen. Was mache ich jetzt mit dem? Ich weiß noch nicht ganz, wohin der muss. Ich lasse ihn mal eben hier liegen. Muss ich den irgendwie beerdigen oder so? Moin moin, meine geliebten Flüchtlinge. Ja, viele Pilze habt ihr aber nicht gesammelt, ne? Naja, gut. Der Wackelpudding hält euch erstmal am Leben. Ja, was ist hier mit der freie Ort gemeint? Was für ein freier Ort? Ja, da bin ich noch ein bisschen überfragt. Das muss ich eigentlich auch noch recherchieren, am besten, wie ich das löse. So, das nehmen wir mal mit. Holz brauchen wir eh immer. Und dann können wir schon zum Astrologen, ne? Ah, hier liegt ein Zombie so rum. Das ist ganz normal. Aber ich habe halt auch echt keine Ahnung, wohin er soll. Na, vielleicht können wir uns noch ganz, ganz, ganz kleines bisschen hinlegen. Wir werden die Energie ja so oder so noch brauchen. So, genug geschlafen. Ich fühle mich so erfrischt. Ich muss echt mal die ganzen Eingänge... Wait, kann ich mit Schlange... Jetzt bleibt er jetzt hier, das wäre natürlich cool. Aber kann ich jetzt... Er bleibt nicht hier. Okay, schade. Ich wollte mich wegen der Kette fragen. Weil wir sollten... Also er sollte uns doch jetzt mehr mögen. Muss ich gleich nochmal schauen, ob der jetzt häufiger kommt, wann er als nächstes da ist. Oh, hier ist so hell. Warte, schau mal, das interessiert mich jetzt eben. Schlange. Okay. Ein Eimer voll Blut und 5 blutige Nägel.
Hey, wir müssen noch den Schlüssel holen. Ach, dafür wollte der ein Bier. Ah ja. Da war eine Menge. Ah, und dann können wir doch bestimmt mit dem Vampir kommen wir dann bestimmt auch weiter, weil der Astrologe dann happy ist, dass wir ein Tagebuch gebracht haben. Und wir müssen dann da im Sumpfgebiet am besten schauen wegen der Hexe, ne? So, Äpfel können wir wieder mitnehmen. Moin, moin, Astrologe! Großartig, großartig. In diesem Buch müssen viele wichtige Dinge stehen. Wunderbar. Ey, eine Geschichte. Ich habe mich schon lange nicht mehr so lebendig gefühlt. Also, wie kann ich das Portal auf dem Hexenhügel öffnen? Mal sehen, du musst einen Geisterlaser anfertigen, aber ich weiß nicht, was ein Laser ist. Tut mir leid. Er sollte auf dem Podest vor dem Portal aufgebaut werden. Hm. Du fertigst ihn in zwei Schritten. Erst einen Emitter und dann einen Lauf. Und der Emitter hat drei Teile. Einen Spiegel des Stolzes, eine ewig lodernde Kohle und eine salzige Gabel. What? Wo finde ich das Zeug? Er schreibt, dass seine Freunde glaubten, diese Dinge könnten in der Stadt gefunden werden. Hm. Ich verstehe das nicht, aber er schreibt, dass diese Dinge die Seele der Stadt sind. Das klingt alles nach Verblendung. Magie, ha, so ein Nonsens. Wenn ich du wäre, würde ich mit etwas anfangen, das ich auch sehen kann. Schau dir doch mal das Podest beim Portal an. Gehe danach in die Stadt und versuche, diese Gegenstände zu finden. Okay, und der zweite Schritt? Die zweite Hälfte des Buches ist mit irgendetwas Klebrigem bedeckt. Ich muss es erst reinigen. Ich glaube, ich brauche Säure. Mhm, ja. Und Restaurationswerkzeug, um es zu säubern. Klasse. Herstellen Säure. Woo. Was die Säure angeht, weißt du, wo ich Säure herbekomme? Ich glaube, die Alchemie vor vielen. Ich habe die Alchemie vor vielen Jahren aufgegeben. Sie ist eine wissenschaftliche Sackgasse. Aber ich weiß, wo du die Säure herbekommst. Es gibt da eine alte Frau im Sumpf, war ja die Hexe. Sie ist definitiv verrückt. Aber damals hat sie mich mit alchemischen Zutaten versorgt. Wegen dem Restaurationswerkzeug. Weißt du, wo ich das Restaurationswerkzeug finden kann? Da haben wir wohl ein Problem, junger Mann. Die Inquisition hat alle Restaurationswerkzeuge zerstört. Diese Narren. Sie glauben, dass es nur zu Leid führt, wenn man die Vergangenheit wieder ausgräbt. Aber auf dem Schwarzmarkt könntest du Glück haben. Jemand mit kriminellen Kontakten könnte dir helfen. Da kenne ich genau den Richtigen. Ich sollte mit Schlange reden. Ja, dafür mag er uns noch nicht genug. Wir werden das hier noch machen müssen und... Oh, es ist so teuer. Ey, wir können uns das einmal leisten. Wait. Ist es günstiger, wenn wir Stift und Tinte kaufen? Ja. Also, Feder und Tinte. Das war das andere, was wir brauchten. Will ich das Risiko eingehen? Ich kaufe eine fertige. Dann kaufe ich einmal Tinte. Und eine Feder. Ich gehe das Risiko ein. Ich gamble. Und dann... können wir ja noch gucken. Wegen der Hexe. Oh, wenn wir jetzt die Flugblätter für den Inquisitor, meine Güte, kriegen, das wäre, glaube ich, echt gut. Haben wir was, was wir dem Typen verkaufen können? Nee. Okay. Was dauert aber lange, bis Schlange wieder da ist, oder? War der nicht anfangs häufiger da?
So, hoffentlich habe ich jetzt richtig gegambelt. Bitte. Ich habe nicht richtig gegambelt. Aber ich glaube, es ist trotzdem günstiger. Also, dann kaufen wir beim nächsten Mal nochmal zwei Federn. Das ist jetzt, ja, okay. Schade. Ach, den Eimer mit Blut müssen wir herstellen. Dafür brauchen wir Blut und Balken. Okay. Und die Nägel? So, das wären 5 Flugblätter. Ich glaube, der wollte 10, oder? Wir bekommen Stift und Tinte zurück. Oh mein Gott. Ich hätte gar nicht für den Gamble gehen müssen. So, wie viele will der? 10 Flugblätter, ja. Die 20 Brennholz habe ich ihm noch nicht gebracht? Ja, dann weiß ich, was ich da auch noch zu tun habe. Der ist ja auch bald wieder da. Ach Gott. Naja, egal. Wir haben es jetzt. Wir können die Quest dann erledigen. Bisschen blöd, dass wir die Leichenverbrennung unterstützen, aber ach, Leichenhexen, ich meine, sind dann am Ende auch Leichen. Du weißt ja was anderes, ob du eine tote Person verbrennst oder eine Person bei lebendigem Leibe für irgendwas verbrennst. Ich schau mal, ob wir... Ah ja, hier bestimmt nicht. Ich wollte schauen, ob wir die blutigen Nägel auch hier fertigen müssen. Aber hier sieht es gerade nicht danach aus. Ich gucke gleich am Amboss. So, hier brauchen wir nur noch 4 Steine. Das ist doch schön. Ne, blutige Nägel kann ich hier nicht machen. Ne. Ah, ich kann die alten Gräber auch zu Brennholz machen. Das ist cool. So, wollte er 20 oder 30? 20. Okay, aber ich kann eigentlich direkt 30 machen, weil brauche ich eh. Und wir sind erschöpft. Aber wir können wieder predigen, ne? So, wir fühlen uns sehr erfrischt. Machen mal eben hier das Brennholz zu Ende. Und halten eine Predigt, würde ich sagen. Kriegen wir auch wieder Cash. Moin, moin! Ach ja, der Fisch. Hm. Ja, ja, der gute alte Fisch. Aber er hat nichts Interessantes verkauft, ne? Nee. So, dann beten wir mal. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Toll, toll. Und jetzt lasst uns um diesen Segen beten. Toll, toll, okay, okay. Eure Spenden sind immer willkommen. So, ich skippe das mal alles, weil ich muss jetzt hier nicht 1000-mal tolle Predigt vorlesen. So. Und damit machen wir uns wieder ein paar hübsche Alchemie-Punkte.
Wir studieren. Knochen. Dieser Gegenstand kann zerfallen in Puder. Aha. Ein Hirn. Wait, das hat 3 Glauben gekostet. Dieser Gegenstand kann zerfallen in Flüssigkeit. Ew. Gut, haben wir jetzt wieder ein paar Sachen. Aber wie bringen wir es denn zu zerfallen? Oder ist das einfach irgendwann gone? Knochen kann auch wieder rein. Die Geschichte kann da rein. Und dann geben wir mal Alchemiepunkte aus. Sanfter Metzger. Du weißt, wie man mit Fleisch umgeht. Die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Entfernen von hartem oder weichem Zeug einen Fehler machst, ist geringer. Eigentlich gut, aber... Brauchen wir das gerade? Auferstehungstisch. Ich glaube, den brauchen wir, ne? Für die Zombie-Sachen. Ich schalte das mal frei. Blaupause Transportstation. Ja, gerade noch nicht. So, wir wollen mir hier noch schauen. Der Beichtstuhl. Und reumütiges Gebet. Es geht um Sünde und Vergebung, basierend auf ein paar Geschichten aus deiner Jugend. Ah ja, okay. Buntglasfenster und Kerzenständer 2 oder weiche Kirchenbank? Nimm mal die weiche Kirchenbank. Oder, ah nein, warte, warte, lass mal eben hier gucken. Gebet für Ranken und Wurzeln? Nein. Superpilz sammeln? Weiß ich nicht. Wein könnten wir eigentlich demnächst wirklich brauchen, genauso wie die Brauerei. Gehe ich jetzt für den Wein? Ach, ich bin so unsicher, ne? Weil wir, wobei wir kommen halt mittlerweile eigentlich an Geschichte erfinden. Ja, aber das brauche ich eigentlich gar nicht gerade. Schriftstellermuse. Der Punkt ist, wir brauchen schon... Jetzt mal langsam Wein, so damit wir da vorankommen. Und das hier können wir uns eigentlich auch holen. Wir holen mal eine weiche Kirchenbank. Die sollte schöner sein als die normale. Weil wir wollen ja die Kirche auf Vordermann kriegen. Ich meine, bis wir den Friedhof auf Vordermann kriegen, wird noch ein bisschen dauern. Aber ich schau mal eben. So, hölzerner Schrein. Holzbalken. Können wir noch nicht herstellen, ne? Okay. Weiche Kirchenbank. Oh nein, Seide und... Oh, ja, okay, das war Int. Aber ein Beichtstuhl. 12 Holzplanken und 4 komplexe Eisenstücke. Okay. 12 Holzplanken und 4 komplexe Eisenstücke. Dann schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Sollte ich eigentlich auch demnächst das Schwert machen? So, ich gehe nochmal auf Nummer sicher, wann der kommt. Ja, dann, okay. Gut. Dauert doch noch ein bisschen. Wir schauen. 4 Stein brauchen wir hierfür noch. Okay. Ich wollte eigentlich die Folge beenden. Nicht, dass sie wieder so lang geht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.